So Leute, bevor das Video anfängt, wollten wir euch kurz was sagen. Ja, Claudia, schieß los. Ja Leute, bei uns kommt nämlich heute keine SBB-Folge an den Start, sondern ein anderes Video, nämlich ein Musikvideo. Der liebe Seko war auch am Start, am Set. Hat auch mega Spaß gemacht und uns würde es mega freuen, wenn ihr das vielleicht auch mal abchecken könntet. Ist ein Projekt, was uns sehr am Herzen liegt, deswegen halt heute nur ein SBB hier auf dem Kanal und bei uns heute nicht. Aber das SBB gibt's jetzt. Viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Seko und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es wieder SBB. Und zwar, wir haben hier eine gute Karte am Start. Unser David Villa, 92er Karte. Und natürlich drehe ich heute auch nicht alleine. Ich habe meinen Kumpel dabei. Leider ist er heute alleine. Was geht ab, Claudio? All in FIFA. Servus. Moin. Servus. Yo, Leute, was geht ab? Ich bin heute alleine, denn Sven ist im Urlaub. Aber ich soll euch lieb grüßen. Deswegen ist er im Geiste mit dabei. Wenn ich verliere, ist er schuld. Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Der macht schönen Urlaub und wir chillen in Berlin. Es ist gerade 40 Grad so und wir nehmen gerade auf. Wetter wie in Spanien. Passt ja zum Spieler. Jetzt schon mal da ein Like lassen, weil wir jetzt schön aufnehmen. Wir, ja, ich denke, wir schaffen hier 1200 Likes. Was sagst du, mein Freund? Easy. Locker easy. Easy. Also, jetzt schon mal liken, Jungs, und kommentiert mal irgendwas einfach, damit wir mehr Klicks machen. Einfach so. Genau. Ja? Alles für die Klicks. So sieht's aus. So, also ich habe die 4-4-2 Aufstellung und du hast die 4-3-1-2, glaube ich. Richtig. Genau, und wir fangen auch nicht so lange. Wir fangen an. Ja, mein Villa ist auf der rechten Seite, dein Villa ist dann auf der linken Seite. Und ich halte einfach mal rein. So, wie sieht das? Es wird jetzt spanisch, auf jeden Fall. Und ich könnte fast davon ausgehen, dass ich gleich mit Bronzespielern spielen muss, denn ich bin auf die komplett dreiste Dingsbums hier gegangen. Und zwar spielt im Sturm die gute End-of-an-Error-Karte oder was auch immer das ist von Fernando Torres und im ZOM spielt Iniesta, den es nicht mehr auf dem Transfermarkt gab, deswegen musste ich die scheiß Goldkarte kaufen, aber was soll's. Ja, ich wollte erstmal Iniesta aufschreiben, dann dachte ich mir, mein Freund, ja, das ist zu einfach, weißt du? Ja, genau. Ja, genau, ZOM habe ich Pablo Sarabia aufgeschrieben. Also kannst ja. Du, Iniesta kannst du behalten, aber war schon irgendwie klar, dass du Fernando Torres hast. Ja, also, weg damit bitte. Oh nein, ich dachte, der ist so dreist, dass du ihn nicht aufschreibst. Also Fernando Torres, bitte einmal weg, mein Freund. Dann halte ich mal rein, mal gucken, ob ich auch ein bisschen Glück habe. Ja, mal kicken. So, ja, bei mir ist der Stürmer und RM. Und zwar, wir fangen einfach mal an mit Stürmer Sergio Ramos, mein Freund. Und auf der linken Seite von AC Mailand haben wir Suso. Nein! Also ich habe im Sturm auch Torres aufgeschrieben, weil ich dachte, du bist vielleicht auch so dreist. Ja. Und auf der rechten Seite habe ich einen Spanier aus der Serie A aufgeschrieben und hatte zuerst Suso und dachte mir, ja, ich nehme Callejon und jetzt habe ich keinen. Let's go. Also beide kann ich einfach behalten. Die haben also sind auch nicht schlecht, ne? Also Ramos und Suso. Also ich freue mich, jetzt bei mir die 2 ZMs und LM und bei dir... Die 3 ZMs. Ja, dann starten wir einfach. Let's go. So, weiter geht's mit The Mittelfeld. Bei Seko, ich halt mal rein, was eventuell sein könnte. Du kannst ja eigentlich jeden Spanier reinstellen, deswegen ist die Treffchance relativ gering, aber gucken wir mal. Ja, dann gucken wir mal. Also, wie du gesagt hast, ein Spanier, ne? Habe ich auch, mein Freund. Hm. Und zwar Iniesta. Habe ich. Ich hoffe, du hast ihn jetzt nicht aufgeschrieben. Und da haben wir noch eine Icon. Mein Lieblings-Icon. Ich hoffe, du hast nicht aufgeschrieben. Ich hoffe. Und zwar Patrick Vieira, seine 91er Karte. So, da haben wir es. Patrick Vieira, 91er Karte. Und auf der linken Seite haben wir von Barcelona Dembélé. Ihr habt gar nichts, Mann. Ehrlich jetzt? Ich habe Munir aufgeschrieben auf links, Rodri und Fabian mit dem Stronglink zu Suso. Ich hätte gedacht, du nimmst eventuell später ein Icon. Let's go, my friend. Ich dachte, du hast Safe Vieira. Nein. Mitnehmen, einfach mitnehmen. Ja, ich halte jetzt schön hier rein, mein Freund. Wird wieder schön gesniped. Auf keinen Fall. Also es würde mich jetzt wirklich sehr wundern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendeinen davon hast. Denn ich bin in eine neue Liga gegangen und zwar in die Ligue 1. Auf der linken Seite habe ich den Tots von Savanier. In der Mitte habe ich, wo ist er denn? Wie heißt er? Passt nämlich gut zu David Villa, der heißt nämlich M. Villa. Und auf der rechten Seite habe ich noch die Food Birthday Karte von Naldo. Also ich habe wieder Pablo Sarabia aufgeschrieben, Isco und Thiago von Bayern München. Also die drei Spieler kannst du gerne behalten, mein Freund. Hast du sehr Gott schön sei gemacht. Dank.
Hast du sehr schön gemacht. So, danke. Wir machen dann direkt weiter, die beiden Außenverteidiger. Let's go! So, meine Damen und Herren, wir machen direkt hier weiter. Wie gesagt, die beiden Außenverteidiger, ich halte hier schön hier rein. Ja, hoffen wir aber, dass du keinen triffst. Wir beginnen mal auf der linken Seite. Da habe ich einen Spieler aus der Premier League, nämlich Laporte von Manchester City. Und auf der rechten Seite, den musste ich halt irgendwie nehmen, weil das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, dich ein bisschen damit zu ärgern. Ich habe Mariano von Gala. Okay, alles klar, Digga. Muss los. Auf der linken Seite habe ich Kurzawa aufgeschrieben und rechts Lala. Nice, also kannst, dann kann ich die beiden behalten und du deine hoffentlich nicht. Ja, du kannst behalten, wenn du möchtest, aber musst du nicht. Danke. Ja, kein Problem. Also, ich mache dann weiter. Links haben wir hier von Everton Digne, Digga. Lukas Digne. Seine Informkarte und auf der rechten Seite haben wir Cancelo. F. mein Leben. Ja, Cancelo war mir jetzt zu obvious, deswegen dachte ich, ich bin mal so richtig kreativ und nehme einfach zwei Future-Star-Karten und habe auf der linken Seite Ferland Mondi von Olympique Lyon und auf der rechten Seite habe ich Calabria von AC Milan. Let's go, ich kann wieder behalten. So, die ja, letzten toll. Drei Spieler. Zwei Innenverteidiger und ein Torwart. Ich glaube, ich habe am Ende dann ein Full-Team. Geil. Ich hoffe nicht. Ich hoffe schon. Also wir machen jetzt letzte Runde. Let's go. So, Freunde der Sonne, die letzten drei Positionen. Ich müsste jetzt dann so langsam mal endlich einen treffen, weil sonst wird's kritisch. Ich denke schon, dass du jemanden da hast. So, der Typ ist von Juventus Turin. Ja, jetzt überlegst du, ob Barzagli ist, Bonucci oder Chiellini, ne? Ich habe Chiellini aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe Chiellini genommen. Und sein Partner Laporte, 94er Karte. Und im Tor im Tor haben wir Meret. Aber ich sag mal so, ne? Also Torwart darf's behalten, die anderen beiden allerdings nicht, mein Freund. Denn ich habe Laporte, Chiellini und Donnarumma aufgeschrieben. War so safe, ne? Ich halte jetzt mal rein. Ich traue mich nicht so richtig, weil auf der Position in der rechten Innenverteidigung hatte ich leider ja auch nicht so viele Möglichkeiten, weil ich ja unbedingt Mariano einbauen wollte. Ja. Ich habe mich für einen Brasilianer aus der Ligue A natürlich entschieden, musste ich ja. Und ich habe den absolut besten, nämlich Pablo Escobar Luis Gustavo. Sein Partner in der Innenverteidigung ist Vereinskollege Rami, also richtig schnelle Innenverteidigung auf jeden Fall. Und im Tor haben wir dann noch eine Legende, nämlich Gianluigi Buffon. Hast du sehr gut gemacht, ey. Kimpembe, Marquinhos und Benitez habe ich aufgeschrieben. Ja, da kommen jetzt bei mir noch zwei Bronze-Spieler bzw. ein Torwart noch. Gar keinen Bock gerade. Ich schon. Nee, gar nicht. Also ich lade dich jetzt ein, wir starten dann. Let's go. So, zeig mal dein Team hier, mein Freund. So, nur ein Bronzespieler, der da vorne ist. Ach, oh, du hast den Römer auf Ehrenbruderbasis. Nice. Ja, sieht auf jeden Fall fresh aus. Wir starten. Ich will einmal SBW gewinnen. Flash heute. Let's go. Ja, komm. Scheiße, Bruder. Da kommt der. Mariano! Oh, scheiße. Der Claudio will mich heute ärgern. Er hat einen Gaussai-Trikot an. Also, jetzt könnt ihr mal gerne unten in den Kommentaren schreiben. Wie viele Gaussai-Fans haben wir hier und Fenerbahce-Fans? Schreibt auch unten in den Kommentaren. Also ich tippe ja, dass es mehr Fenner-Fans sind bei dir. Oder alle schreiben einfach Besiktas die ganze Zeit. Ah, Mann, Laporte, du langsame Schnecke. Da kommt der an, Mensch, da kommt der an. Guck mal jetzt, was ich mit dir mache. Guck mal jetzt, zack, zack, hoch, zack und... Zack, Digga. Schenken wir mal. Zack, Dembele, Junge. Klasse, klasse gespielt auch wir. Schön gemacht, Dia. Geh doch rauf. Spielt der noch. Geh doch rauf. Ja. Geh doch rauf. Digga, geh doch rauf. Ich krieg noch mal. Ja, ich krieg den Ball immer noch. Und ja, Eckball. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Und. So, Patrick. Schön. Patrick Ramos. Ja, ist eben doch kein Stürmer. Okay. Top-Kopfball, Bruder. Danke dafür. Auf jeden Fall. Nice, nice, nice. Und jetzt. Laporte, du kannst schießen! Nein, kannst du nicht. Doch, ja! Oh nein! Oi. Mann, du brauchst dich nicht freilaufen. Ich will dich nicht anspielen. Dich schon! Ey, Digga, warum denn jetzt schon wieder? So, ein bisschen verteidigen. Ach so, ach so, Digga, was ist denn da los? Mariano, lauf mal, Junge! Mariano, Bruder. Nein, nein, nein! Let's go! Unverdient! Aber egal, 1-0. Let's go! Jetzt schon wieder der Torwart, Digga. Ich sterbe. Ja, perfekte Vorlage. David Villa. Ja, dein perfekte. Torwart hat gut gespielt. Ich schwöre, Digga. Perfekte Vorlage. Bester Mann, kauft euch den. Richtig gut. Iniesta. Ramos! Boah, den habe ich drin gesehen, Alter. Geh rauf. Geh rauf. Bam, Alter. Weggegrätscht. Was ist da los? Zack. Wo ist denn die Abwehr? Ach so, Digga, alles perfekt. Klar, alles was ist los mit dem? Ja, war mit Absicht. Ich wollte nochmal Spiel aufbauen.
Meine Fresse. Ja, Digga, es ist doch logisch, dass er da langläuft. Warum machst du ihm denn Platz, du Schwachmat? Ja, Wolski. Ja. Stopp, der. Was machst du? Ja! Ja, bist du Torschütz? Aha! Ja, bist du Torschütz, Digga? Alles klar, Digga. Ich bin's! Tim! Ah, fuck. Jawohl. Glück gehabt. Hä? Zeitspiel. Ja, richtig. Zeitspiel! Gelbe Karte für den Gianluigi. Wieso 2 Minuten Nachspielzeit, Digga? Geht ja gar nichts zum Nachspiel. Lauf! Luis, Gustavo, Luis, nein. Bitte! Oh nein, leck. Ja, Mann, let's go! Ja! Ja! Ja, es gibt. Ja! Ich hasse Elfmeterschießen. Komm, ja, ich weiß, wohin du schießt. Aha. Erich, Ramos kann keinen Elfmeter, aber egal. Ja! Ramos, er kann wirklich keinen Elfmeter. Ja! Ja, Mann! Wichtig. Oh, wichtig. Was war das denn? Das denn für ein Elfer, Alter? Das? Was war das denn? Jo, meine Freunde! Aber zum Abstoßen wieder. So, einen ganzen Pick. Genau. 4-4-2 hast du. Vieira, Ramos, ja. Villa sind schon ein paar Schmuckstücke dabei, ne? Brauche eine Eingebung. Forward wäre zu obvious. Also ich nehme auf jeden Fall einen Stürmer. Es ist nur die Frage, rechts oder links. Und ich entscheide mich für den rechten Stürmer. Und hoffe, dass du David Villa stehen gelassen hast. Genau, ich habe da David Villa stehen gelassen. Echt? Nein, habe ich nicht. Wer steht da? Patrick Vieira. Nee. Ehrlich, das ist zu krass. Der steht da nicht. Ich schwöre auf alles, der steht da. Wir können doch nicht jedes Mal diese scheiß Icons abstoßen, Alter. Ey, das ist krass gerade, ne? Okay. Ist weg. Das war auch letztes Mal genauso. Ey, ich find's richtig krass. Ich versteh's einfach nicht. Das Ding ist, ich verliere auch nicht hoch. Es war wieder Elfmeterschießen, ne? Ja. Auf jeden Fall, Freunde. Das war's komplett. Ich zeige euch mal kurz noch meinen Münzenstand. 1400. Also falls ich ein SBB drehen sollte, wird es auf jeden Fall sehr schwer noch dieses Jahr. Aber ich krieg das irgendwie schon hin. Vielleicht habt ihr Bock auf ein Bronze-SBB oder so. Ja, schreibt das mal unten in den Kommentaren oder so. Retro-SBB oder so. Könnt ihr gerne reinschreiben. Ich erwarte nicht 1200 Likes, sondern 2000 Likes. Mindestens, Digga. Teilt das Video. Mindestens. Teilt einfach. Schreibt unten in den Kommentaren, keine Ahnung, was sollen die schreiben, Digga? Hashtag Ripseco oder so. Ich habe zu krasse Spieler dieses Jahr abgeschossen. Das ja, da reicht Ripseco eigentlich schon gar nicht mehr. Aber mir fällt auch nichts Besseres ein, Alter. Icon-Apokalypse oder so, Ich weiß nicht. So, auf jeden Fall, Jungs, check mal All in FIFA ab. Da ist um 0 Uhr, also nachts, ne, ist ein Video online gekommen. Musikvideo. Checkt auf jeden Fall aus. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Kommentiert auch da irgendwas. Die haben sich extrem Mühe gegeben. Ich war auch dabei. Ansonsten war es das von mir erstmal. Ja, du hast die letzten Worte, mein Freund. Danke. Ja, Icon Discard ist absolut belastend. Jedes Mal aufs Neue, Alter. Lohnt sich überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, checkt natürlich gerne das Musikvideo da ab. Da gibt es wenigstens mal keine Discards. So viel kann ich schon mal spoilern. Und lasst für das Video natürlich definitiv alle Daumen da, die ihr habt. Denn der Arme stößt halt einfach alle Icons ab die ganze Zeit. Und das ist belastend. Also macht es gut, Leute. Tschüss.